Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus, Grüße und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge mit einer iOS App, die es glaube ich auch für Android gibt. Die Rede ist vom Nike Run Club Lauf Coach. Die App ist grundsätzlich gratis und es gibt auch keine In-App-Käufe. 263,7 Megabyte groß, erfordert mindestens iOS 14.0 oder neuer. Und bei 33.557 Gesamtbewertungen gibt es eine Durchschnitts-Sternebewertung von 4,6 von 5 Sternen. Gleich, ob du für einen Halbmarathon trainierst oder gerade erst mit dem Laufen anfängst, lass dich von deiner Nike-Community unterwegs begleiten. Mit dem Lauftagebuch und den Fitness-Tipps von Nike Run Club holst du das Optimum aus deinem Lauf heraus. Trainingspläne, Tipps und geführte Läufe. Damit bist du für jedes Ziel bereit. Natürlich gibt es auch eine Apple Watch App. Das habe ich noch ganz vergessen zu erwähnen. 5-10 Kilometerläufe, Halbmarathons und mehr. Die Lauf-App Nike Run Club bietet alles, was du brauchst, um mit dem Laufen anzufangen, deinen Lauf zu perfektionieren und ihn zu genießen. Es erwarten dich geführte Läufe, finde ich ganz nett, ein Laufcoach, ein Kilometer-Tracker, Trainingspläne und mehr. Laufplan habe ich gesagt, GPS-Strecke, Tempo, Herzfrequenz und so weiter und so fort. Und es gibt auch Challenges, ob 15 oder 21 Kilometerläufe und darüber hinaus sammle mit Siegeserien, Abzeichen und Trophäen. Über soziale Medien und Messenger-Dienste kannst du Freunde zu Love-Challenges einladen. Nimm am Nike Run Club Love-Challenge teil und so weiter und so fort. Dieses ganze Social-Media-Ding drumherum interessiert mich persönlich eigentlich gar nicht. Und interessanterweise gibt es, ich weiß nicht, ob es ein Problem mit der App ist oder ob ich zu doof bin. Ich habe schon ab und zu jetzt mal damit was getrackt und auf dem iPhone nutze ich zusätzlich die App Health Fit, weil die meiner Meinung nach die Läufe und Trainings insgesamt einfach schöner anzeigt als die Apple eigene App. Aber wenn ihr mit dem Nike Run Club das aufnimmt, dann wird zwar in der Nike-App und in der Apple Fitness-App auch GPS angezeigt, aber Health Fit zeigt dann an, GPS-Daten fehlen. Weiß ich nicht, woran das liegt. Finde ich ein bisschen schade. Ansonsten, wenn ihr jetzt nicht die Apple Trainings-App nutzen wollt oder was ganz anderes, Samsung Health zum Beispiel, was ich persönlich oder Strava oder so, Samsung Health nutze ich unter Android, dann kann man sich Nike Run Club Lauf Coach auf jeden Fall mal ansehen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.